Boah, bringt sogar einen Haufen Kohle. Obwohl, ich lasse es dabei. Man kann es ja später immer noch korrigieren, wenn die Stadt nicht so wächst, wie es soll. Ja, witzig ist das schon auf jeden Fall. So, da gucken wir mal kurz rein in unsere Statistik. Genau, Nahrungsmittel geliefert, Stadt kann wachsen. Hier fährt auch noch ein Bus. Hier ist wahrscheinlich auch nicht viel los. Na gut, er macht ein bisschen Gewinn, weil die Städte auch schon relativ groß sind. Städte, nee, Städte meinte ich. Nee, Städte. Hier. Hier gibt es zum Beispiel Städte, die haben noch gar nichts. Das ist ja fast schon ein bisschen bitter. Aber gut, jetzt werden wir die mal anfahren, dass die nicht ganz so von der Außenwelt abgeschnitten sind. Passagiere sind hier. Nehmen wir wieder diesen Poly-Nikes-Bus. Oh, da gibt es sogar eine Wasserquelle direkt nebenan. Aber bringt halt nicht wirklich was, weil. Der langsam. Ach, der beschleunigt gerade noch. Okay. Wollte schon sagen, obwohl hier ist eine Nahrungsmittelfabrik. Hier gibt es zwei Fruchtplantagen. Na gut, ich mache erstmal hier. Der ist noch nicht verbunden. Palagrisa. Die können wir nochmal verbinden. Bietet sich ja an. Oh, ein neuer Tanker-Truck. Ob der auch Wasser transportieren kann? Muss ich gleich mal gucken, ob das geht mit dem. Wäre cool. Wäre eine coole Sache, weil der vor 100, 104. Wenn es da mal einen schnelleren gäbe, wäre das fancy. 104. Der hier ist das. Sogar ein bisschen mehr. Und die Frage ist jetzt, ob der solche Stationen anfahren kann. Ich probiere es einfach mal aus. Wie hieß das Ding jetzt? Oh. Integrated Easy Flow, hast du nicht gesehen? Ach, das ist eine Bushaltestelle. Ach, das ist ja wieder dumm. Ja, der kann das hinfahren. Geil. Dann investieren wir doch einfach mal einen Haufen Kohle jetzt und rüsten um. Wurde immer Zeit, dass es da was Neues gibt in der Richtung. Und. Bang! Canet de Montpellac haben wir noch. Balancourt. Tja, alles so Städte, wo noch nichts eingebunden. Oh, guck mal, wie das hier wächst. Das ist schon übel. Und die haben jetzt eine Hauptstadt, einen Flughafen mitten im in der Stadt. Belnegre. Tja, ein paar Städte sind noch nicht angebunden. Aber ich glaube, das ist auch eher unwahrscheinlich, dass wir hier alle schaffen, alle anzubinden.
Wobei das natürlich schon eine Aufgabe für die Ewigkeit wäre. Oben ist noch was. Ach komm, da können wir noch eine Strecke nach dort runter bauen. Na ne, Quatsch, das war dumm. Ah ne, das ist aber richtig. Da bastel mal hier noch ein bisschen und dann könnt ihr auch hier hochfahren vielleicht. Gut, man hätte auch eine Zugverbindung bauen können. Hier hoch und dann, keine Ahnung. Ah, egal. Ich baue jetzt hier mal eine Buslinie hin. Achso, Depot ist ja dort schon. Ah, jetzt habe ich es weggerissen. Ah, aber immerhin. Ach Mensch, was ist denn wieder für ein Kack hier? Bin ich so dumm hier? Jetzt. Da habe ich irgendwie gerade Mist gemacht mit den Tasten, der Tastenkombination. So, Passagiere. Dann hier wieder unseren Polynikes. Okay, wir mitten in der Stadt irgendwo eine Bushaltestelle. Zentralbushalte. Wo ist er denn? Hallo? Ach so, war gar kein. Das war fürs Dingens. Für den Güterverkehr. Ach, jetzt baue ich nicht die Depots falsch, jetzt baue ich die Haltestellen falsch. So, der kann das dort langfahren. Hier gibt es sogar direkt Wasser. Okay. Gucken, wie das jetzt hier unten aussieht. Wächst die Stadt schon ein bisschen? Oh, hier sind plötzlich 90 Passagiere drin. Das ist natürlich gut, wenn es da bergauf geht. Das ist genau das, was ich erreichen wollte. Ich baue hier mal lieber eine Straße. Oh, eine Boeing. Eine Schallgeschwindigkeitsboeing für 2 Millionen. Bleib ich lieber bei meinem A380. Weil bei den Passagieren, die in den Flughäfen warten, da ist es mir, glaube ich, wichtiger, die Masse wegzutransportieren anstatt Geschwindigkeit, wobei ich das ja auch manchmal anders sehe, dass mir die Geschwindigkeit wichtiger ist, gerade bei dieser Sache hier mit Nahrungsmittel und Wasser in die Städte bringen. Das kann dann ruhig schnell gehen, weil es ist wichtig. Wie ihr sicher wisst. Oh nein, jetzt ist es passiert. Nein, 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 nein. Ist der Depot auch noch falsch gebaut. Ich hätte gedacht, ich komme hier durch. Dieser Aufnahme. Aber jetzt habe ich das Ganze 1 Stunde 9 Minuten geschafft, das Depot richtig hinzustellen. Und jetzt ist es passiert. Ich habe es falsch hingestellt. Mensch. Das war unkonzentriert. Ein Eurocopter. Ach, der kann bloß Passagiere transportieren. Kann ich dem nicht sagen, hier nimm eine Kiste Nahrungsmittel und eine Kiste Wasser mit? Das wäre cool, wenn das ginge. Muss ich gleich mal gucken, dann könnte ich nämlich diesen arschlahmen Zeppelin dort ab. Na gut, das ist die Frage wegen der Reichweite, ne? Gucken wir gleich mal. Erstmal ist es schön, dass es einen neuen gibt. Nahrungsmittel kann der bloß transportieren. Okay. Kann er denn dort runter fahren? Außer Reichweite, ne? Ach, dann hat sich das Thema schon wieder erledigt. Hätte ich mir auch denken können, dass das so ist. Und jetzt baue ich hier unten noch eine Buslinie. Hier hoch. Da mach wieder irgendwas dicht.
Und dann würde ich sagen, diese Nahrungsmittelfabrik, dass wir die aber mal testweise mit dem Auto, mit LKWs anfahren. Und dann sehen wir ja, was passiert. So, und wer halt dann von Torren, obwohl ich könnte eigentlich auch von Torren irgendwas hier in der Direktlinie bauen, dann müsste man nicht umsteigen, wenn man nach Serrabaixa will und könnte direkt einen kurzen Weg nehmen. Genau, so stelle ich mir das vor. Jetzt ist da gerade der Bus. Da macht eine Wasserdingens dicht, aber ich glaube, die haben wir eh nicht angebunden. Nö. 2 Milliarden haben wir mittlerweile auf dem Konto. Das ist ja auch schon eine Nummer. So. Hier haben wir jetzt eine Nahrungsmittelfabrik. Baue ich mal großzügig. Mach das mal so, das geht schneller. Und dann probieren wir das einfach mal hier mit LKWs, wie sich das auswirkt. Wenn ich hier das Ganze mit LKWs transportiere, mit den Nahrungsmitteln und den Früchten. Ach Quatsch. So, und das baue ich dann wieder hier hin. Ach, das war wieder extrem dumm. Oh, Leute. Hier regiert das Chaos. So, ja, mache ich das einfach wieder so, wenn das ein bisschen geordnet ist. So, das waren Früchte. Kautschukplantage, haben wir damit was zu tun? Nein. Früchte, haben wir da irgendwas Tolles, was schnell fährt? 50 Tonnen. Ich nehme einmal den hier. Oder was ist denn so vom Datum das Neueste vom Neuesten? Sortieren nach Einführungsdatum. Ach so, das ist einer mit Anhänger. Gut, dann nehme ich den einfach mal. Beladen Früchte. 4 Stück. Abfahrt. Dann gibt es noch hier rüber eine Verbindung. Gut, die Stadt hier oben, die wird ja so oder so wachsen. Gut, ich könnte auch hier Nahrungsmittel abziehen und diese nach Torrental fahren. Ich glaube, das werde ich auch machen. Auch wenn das wieder eine gewisse Strecke ist, aber dafür gibt es halt die schnellen.
vollladen mit